Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Ja, es geht mal wieder los, noppige News und wir starten auch gleich voll rein. Jo, hier seht ihr die New Arrival Seite bei Bavir. Nochmal ganz kurz zum letzten Thema. Einige von euch haben sich ja immer noch so ein bisschen beschwert über die Preise und sie fühlen sich verarscht, waren da Ausdrücke bei und all sowas. Ich habe mir das jetzt nochmal bei meinen alten Videos so ein bisschen angeguckt. Ich bin da nicht voll in die Tiefe gegangen, aber ich sehe jetzt hier keine drastischen Preiserhöhungen, sondern eigentlich geht das Porto sogar, umso mehr Sets ihr in den Warenkorb packt, wird das Shipping weniger. Das bedeutet, dass man eigentlich noch einen Tick weniger zahlt als zuvor. Also ich kann hier momentan keine extreme Preiserhöhung sehen, weil die Sets, die ich mir angeguckt habe, die ich auch in den letzten Videos so mal gezeigt habe, da habe ich jetzt keine Preiserhöhung gesehen, sondern der Preis bleibt eigentlich gleich, war stellenweise sogar mal drunter. Ein Set war drüber, aber nur 2 Euro. Kann natürlich auch sein, dass es allgemein angehoben wurde. Das ist ja eh immer wie auf der Börse hier im chinesischen Klemmbausteinmarkt. Da gehen die Sets preislich rauf und runter. Und ich habe da nichts gesehen, was jetzt teurer geworden ist. Also, wenn ihr da jetzt wirklich Beispiele habt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil die Beispiele, die ich mir angeguckt habe, ist nichts teurer geworden. Und im Gegenteil, wenn ich 2 Sets reinpacke, sinkt der Shipping-Preis. Was bedeutet, dass der Preis, der ja vorher war, der ist ja nicht gesunken. Dadurch wird es ein Tick billiger. Klar, ihr bekommt mit dem 13% Rabattcode, den ich in meiner Videobeschreibung habe, nicht mehr ganz so viel Rabatt. Da ist es natürlich ein Ticken teurer geworden, aber 13% Rabatt ist ja auch ehrlich gesagt relativ fair. Und wenn ihr euch neu anmeldet, bekommt ihr auch noch 15% Rabatt. Und jetzt kommt wieder eine Aktion irgendwie ab Freitag mit ab 100 Dollar Einkaufswert gibt es 5 Dollar, ab 200 Dollar 15 Dollar und diese Geschichten wieder. Das heißt, da ist auch noch der Rabattcode, den man noch zusätzlich nutzen kann. Also spart man da auch wieder. Also ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, Bavir ist hier teurer geworden. Würde ich ehrlich gesagt so nicht behaupten. Das nur noch mal so ganz kurz nebenbei. Hier mal kurz ein cooles Auto, wo ich mal reingucken wollte. Die Technikautos werden echt immer besser. Und wie genial sieht das bitte aus mit dem Schwarz und Weiß. Gerade wenn man ihn halt seitlich stellt, hat man ja, 2 Farben, die man ins Regal stellen kann. Sieht, finde ich, cool aus. Schickes Auto. Allgemein wieder viele Autos, eine Rakete, eine Sternwarte. Ich bin der Meinung, das haben wir schon mal gesehen. Dieser Astronaut war, glaube ich, auch schon mal. Also es sind jetzt nicht die absoluten Mega-Neuheiten hier. Piratenschiffe. Ich würde es eher ein Wikingerboot nennen, oder? Und ja, dann kommen schon die Sachen vom letzten Mal. Also allzu viel ist jetzt hier gerade nicht los bei Bavir. Aber das sieht soweit gut aus. Wie gesagt, ab Freitag guckt mal rein. Da soll dann eine Rabattaktion hier auch noch starten. Ja, wer da was holen möchte, hat da natürlich wieder die Chance, noch mehr zu sparen. Also ich finde es immer noch okay. Auch wenn die Preise vielleicht einen Ticken teurer sind als bei Your World of Building Blocks. So, wir gehen einmal zu Bluebricks. Da gibt es auch was Neues. Und dann gibt es, wie ich finde, eine Mega-Neuheit von Lego. Ach Gott, mein Herz ist da wieder komplett getroffen. Der Preis allerdings trifft auch mein Herz. Also erstmal zu Bluebricks und dann sehen wir weiter. Was hat sich bei Bluebricks getan? In den Neuheiten gar nichts. Da ist, glaube ich, eine schwarze Rose dazu gekommen. Ansonsten die Ahornblättervilla, hatten wir letztes Mal schon gesehen. Aber bei den Ankündigungen hat sich was getan. Und eine Sache ist für mich besonders wichtig. Und da rede ich nicht von diesem Set hier. Das denke ich mal, bitte schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr das anders seht, ist angelehnt an Indiana Jones. Ist jetzt mein erster Gedanke gewesen, als ich diese Schätze gesehen habe, die ja, Zweite Weltkriegsautos, da spielte das eigentlich im Zweiten Weltkrieg Indiana Jones? Ja, ne? Muss ich jetzt sagen, weiß ich auch nicht. Aber wir haben hier einen Eisenbahnwaggon
ich gehöre ja zu den wirklich größten Indiana Jones Fans. Das ist ja genau wie bei Star Trek, bin ich da ja dermaßen im Thema drin. Ich habe, glaube ich, Tempel des Todes gesehen, hieß der Tempel des Todes, der zweite Indiana Jones Film. Ansonsten kenne ich keinen weiteren Indiana Jones Film, weil ich mit dem Thema nichts anfangen kann. Alle werden jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wie kannst du, das ist das Beste, was es gibt auf dem Planeten. Mag sein. Nicht für mich. Ich kann mit dem Thema nichts anfangen. Ich komme in Indiana Jones nicht rein. Das ist absolut nicht meine Welt. So, da seht ihr, das Set sieht aber echt gut aus. Gerade mit dem Waggon finde ich es wirklich nice. Also wer hier auf, ich sag mal, das Kriegsthema steht, auf Eisenbahn steht und dann noch Indiana Jones Fan ist, kommt hier voll auf seine Kosten und wird wahrscheinlich bei dem Set richtig abfeiern. Ich finde es optisch gut. Mir gefällt es. Ich mag hier auch die Schätze, die hier so aufgebaut sind, die sehen wirklich schick gemacht aus. Ist ein tolles Set. Raubkunst Bernsteinzimmer. Ich weiß nicht, ob es Indiana Jones angelehnt sein soll. Ich denke mal ja. Jetzt aber zu dem, was mich absolut gecatcht hat. Es gibt ja diese Piraten-Sachen jetzt schon länger von Blue Bricks, die man immer wieder kombinieren kann. Das seht ihr zum Beispiel hier. Da haben wir das Piratenschiff und diese verschiedenen Inselteile, die man aneinander bauen kann. Die Idee ist wirklich großartig. Was jetzt hier für mich großartig ist, ich erzähle ja immer wieder, dass ich eine Unterwasserwelt bauen möchte und das auch irgendwann tun werde. Dauert noch ein bisschen, liegt aber auch daran, dass ich immer nicht so recht wusste, wie ich da anfange. Und vielleicht habe ich jetzt endlich das gefunden. Ich wollte nämlich immer ein Schiffswrack in dem Wasser unten haben. Und das habe ich jetzt gefunden. Mit sogar einer kleinen Ruine, die dann unter Wasser bei mir liegen würde. Das hier unten, das Wasser braucht man natürlich nicht. Die Palmen würde ich natürlich gegen Wasserpflanzen austauschen. Aber im Großen und Ganzen ist das Ding für mich eine Grundlage für die Unterwasserwelt und wird definitiv, es wird wahrscheinlich auch nicht billig werden und ich brauche nur die Hälfte der Steine, aber die Farben sind gut, die kann ich woanders einsetzen. Wird dieses Ding der Grundstein meiner Unterwasserwelt werden. Und ich bin echt begeistert, besonders von diesem Schiffswrack. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich muss nichts selber mir aus den Fingern saugen, sondern kann das Ganze hier draus entstehen lassen. Und ich mag auch diese Verbindung mit dem, ja, mit der Ruine. Werde ich wahrscheinlich dann ein bisschen umbauen, aber im Großen und Ganzen gefällt mir das wirklich gut. Auch die Farbgebung mit Dark Tan und Tan kann man in der Unterwasserwelt wirklich gut verwenden. Das Set wird auf jeden Fall für meine Unterwasserwelt der erste Grundstein. Und da freue ich mich sehr darauf. Bin gespannt, wann das Set kommt. Und dann werde ich wahrscheinlich überlegen, wie ich die Unterwasserwelt unter meiner Platte anfange zu gestalten. Ich mag es ja immer, wenn ich mehrere Sachen wieder bauen kann und mehrere Baustellen habe. Ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie immer am Berg zu bauen, immer am Leuchtturm, immer am Friedhof. Ich finde es schön, wenn ich mal an der Hütte, mal am Leuchtturm, mal am Lunatic Hospital bauen kann und immer mal so eine kleine Stelle wieder weiterarbeite. Finde ich spannender, als die ganze Zeit an einer Stelle zu arbeiten und da zu verharren. Dann wird es irgendwann auch langweilig und manchmal habe ich auch keine Ideen. Das ist mein großes Problem. Und hier kommt wieder eine Idee, die mich wieder voranbringt und da freue ich mich sehr drauf. Bin ich auf eure Kommentare gespannt, wie ihr das seht, was ihr dazu sagt. Und jetzt gehen wir ganz kurz zu Lego. Ja, starten wir mit Lego. Wie ihr ja vielleicht auch wisst, mag ich sehr gerne die Marvel-Mech-Modelle und bin da irgendwie, ja, ich mag sowieso so eine Mech-Teile sehr, sehr gerne und bin da von den Marvel-Dingern immer sehr angetan. Und vor allem sind sie auch immer für relativ kleines Geld zu kriegen. Und jetzt kommen die Dinger auch von Star Wars. Man muss es realistisch sehen, die Dinger machen gar keinen Sinn im Star Wars-Universum. Es ist total bescheuert eigentlich. Und trotzdem finde ich sie absolut genial. Sorry, wenn einige wahrscheinlich von euch sagen, Gott, ist der bescheuert, wie kann der das gut finden? Das geht gar nicht. Ich mag diesen Mech-Kram. Ich mag Star Wars. Ich mag die Zusammenführung. Mir ist es egal, ob es was mit dem Film zu tun hat. Ich finde die Dinger irgendwie cool. Und es gibt endlich einen erschwinglichen Darth Vader. Das muss man auch mal dazu sagen. Der letzte war, glaube ich, in Microfighter. Und jetzt gibt es endlich mal einen Darth Vader. Ich habe noch keinen. Demnach freue ich mich sehr auf dieses Modell und hoffe da auf tolle Rabatte und für günstige Preise den zu kriegen. Der nächste, noch besser, Boba Fett. Und man bekommt sogar einen mit bedruckten Schultern.
Finde ich sehr, sehr cool. Der Mech sieht geil aus, muss man echt sagen. Ich finde ihn richtig gut. Und jetzt kommt der Beste von allen, der Stormtrooper. Der sieht mal richtig genial aus. Ich finde ihn klasse gemacht, schönes Teil, richtig bulliges Aussehen. Die Waffe sieht cool aus. So hat ein Mech auszusehen. Ich finde es irgendwie mega cool. Ich mag die Zusammenführung. Ich mag es bei Marvel. Ich mag es hier. Wahrscheinlich kommt demnächst Harry Potter. Das wäre dann der Oberknaller. Ja, ich finde es cool. Tut mir leid. Für alle, die jetzt sagen, nee, geht gar nicht. Ich mag die Dinger und ich freue mich sehr auf diese Teile. Jetzt kommt aber das, was wirklich ein bisschen mich geschockt hat. Und zwar, ihr könnt es euch denken, ich bin Batman-Fan. Das Batman Return Set, Batcave Shadow Box. Shadow Box, für die Leute, die es nicht kennen, nennt man eigentlich immer Kästen, in denen man so eine Art kleine Szenerie, Diorama oder wie auch immer aufbaut, wo man dann von vorne in eine Box reinguckt. Und das ist hier halt gegeben. Und ganz ehrlich, das Bat-Signal ist so gut gebaut. Wie genial sieht das bitte aus? Und diese Idee finde ich persönlich auch großartig. Das Ding kostet 400 Euro, also knapp drunter, 399 noch was. Es ist wieder eine Stange Geld für 4000 Steine. Das ist schon wieder, wow, eine Menge, Menge Kohle. Ich persönlich mag es natürlich, dass wir hier den alten Keaton-Batman-Film wieder behandelt haben und dann auch noch den zweiten. Das war noch der einzig gute, bevor es dann in diese George Clooney, Val Kilmer-Grütze ging, was dann wirklich die Zerstörung Batmans war. Das Ding hier, ich meine, genial, oder? Also da möchte ich jetzt mal von euch wissen, wie seht ihr das? Ich rede nicht über den Preis, ich rede über das Set. Ich finde es genial. Es ist top umgesetzt und sieht wirklich cool aus. So sieht das Ding aufgeklappt aus. Da hinten auch nochmal ein Bat-Signal hinter dem Batmobil, auch sehr schön gebaut. Es ist echt genial. Ich finde es richtig schön gemacht. Auch das Batmobil 1989er Version, freue ich mich sehr drauf. Die Frage ist nur, gebe ich das Geld wirklich aus oder warte ich auf eine günstige Variante? Aber in dem Falle möchte ich eigentlich schon das Original haben und hoffe, dass da gute Rabatte kommen, weil ich würde das echt gerne bauen wollen und würde das echt gerne haben. Ich muss mir auch den Polybag noch kaufen, den neuen, weil da ist der 1989er Batman drin, den habe ich noch nicht. Und diese Minifigur ist so genial mit dieser durchgehenden Maske in den Umhang, das ist absolut grandios. Ich muss dieses Polybag haben. Ich muss da eigentlich, sobald ich hier dieses Video abschließe, mal gucken, ob ich das Ding irgendwo bei eBay oder sonst wo mir holen kann. Mal schauen, wo ich das bekomme. Auf jeden Fall ein Kracher. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Ich bin begeistert von dem Set. Holt ihr euch das? Holt ihr euch das nicht? Da hat für mich Lego einen großen Wurf gemacht. Allein mit dieser Version, dieses Durchguckens durch das Bat-Symbol, das wirklich so grandios gebaut ist. Absolut schönes Teil. Kann ich nur wiederholen. Ich bin sehr, sehr angetan. Ihr merkt es. Okay, ich bin jetzt auf eure Meinung gespannt. Wie immer, sachlich, nett und zuvorkommt. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wer es noch nicht getan hat, würde ich mich natürlich auch höllisch freuen. Geht auch gerne mal zur Toystube rüber und guckt, was ich da so treibe. Bezüglich 1989er Batmobil habe ich gerade ein Video von McFarlane Toys gemacht zu dem Batmobil. Auch Hammerteil. Da könnt ihr gerne mal auf der Toystube gucken. Und in der Toystube, Und jetzt bin ich durch. Habt ein schönes Wochenende. Die Noppensteinstube sagt Tschüss.